Das ist die Sprechstunde, das ist der Mike, das ist der Cookie, das ist der Kevin und ich bin die Vio und ich habe die Frage, was war eure geilste Klassenfahrt? Cool. Mit einem freudigen Lachen direkt die erste Erinnerung liefert. Die geilste oder die, an die ich mich fast am besten erinnern kann. Das darfst du jetzt redaktionell selbst entscheiden. Du kannst auch die eine als die andere verkaufen. Ja, das wird mir keiner glauben, weil in der 5. Klasse habe ich, glaube ich, nicht so viel Bier getrunken. Bier ist ein Kriterium, ne? Bier ist absolut ein Kriterium. Habe ich mir echt so im Vorfeld überlegt so und dann die Menge an Alkohol, die macht's. Schon, ja. Also, nicht. 11. Klasse, Oberstufe, die Fahrt nach Wien. Mit zusammengewürfelten Leuten, kein fester Klassenverbund, sondern irgendwie, wer will nach Wien? Okay, los. Und warst du mit? Nein, aber ich kenne alle, die dabei waren. Ja, das war ganz, ganz schlimm. Ich kannte da. Also du musst dazu sagen, ganz kurz, ja. Disclaimer, kurz vorher. Ja. Zu der Zeit war Europameisterschaft in Österreich und ihr alle hasst Fußball. Ihr habt da überhaupt nichts zu tun, aber fahren einfach mal nach Wien, weil das Europameisterschaft. Ja, wir sind da vorbeigelaufen, aber da war es uns zu voll, dann sind wir irgendwo was essen gegangen. Das ist so Banausen gewesen. Aber das war interessant, weil eigentlich Wien ist eine schöne Stadt. Ich mag Wien gerne und Wien ich war zum ersten Mal da. Und man war dann irgendwie mit den Leuten und irgendwie hat man auch mit den anderen aus den Parallelklassen, mit denen man auf dem Schulhof halt nicht so rumsteht, dann Kontakt gehabt und dann Freundschaften geschlossen und irgendwie habe ich dann Kollegen da kennengelernt. Beziehungen und Drama und so. Und ich nenne ihn einfach mal David. Ja? David S. Punkt. Muss hier gerne ausgedacht sein, vielleicht auch nicht. den kannte ich vorher gar nicht und wir haben diese 7 oder 8 Tage irgendwie nur aneinander geklebt und haben uns kaputt gelacht über jeden Scheiß. Das war eine Humorwellenlänge, die habe ich noch nicht gedacht, dass das möglich ist, wenn man sich das erste Mal trifft, dass man so viel Scheiße baut. Wir haben durchgehend nur gelacht und Bier getrunken und auch in Kombination. Es wurden Shishas geraucht auf den Hotelzimmern, auf denen man weder rauchen noch trinken noch irgendwas durfte, klar. Wir haben Couchen gestapelt im Flur. Es lief den ganzen Tag Careless Whispers über billige Handys mit gehackter Anlage, über die Lautsprecher durchs ganze Hotel. Es sind furchtbare Dinge passiert. Es war einfach nur total lustig. Und ich weiß von Wien nicht mehr so viel, ich war aber noch ein paar Mal da, es geht. Ich weiß, dass ich total sauer war, weil ich Fußballfan bin. Und wo bist du hingefahren? Ich war zu der Zeit in London, ich wollte immer nach London. Alles gut. Die London-Geschichte, ich auch. Die Entscheidung war genau richtig, weil ich liebe London, ich liebe diese Stadt, alles. Also, und das war richtig, aber zu der Zeit war ich trotzdem sauer, weil ich wäre gerne mal ins Land gefahren, wo tatsächlich mal so eine Europameisterschaft war. Ich wusste das gar nicht, bis wir da ankamen und alles war voll mit diesen Leuten, mit Fähnchen und so. Ich dachte, was ist denn los? Du bist doch EM. In Deutschland, das ist doch nicht so, als ob du sowas dann noch nie irgendwie vor der Haustür hättest. Das stimmt, aber dennoch. Trotzdem. aber dennoch. Aber es ist die EM, das ist ganz anders. Ich war kurz danach nochmal in Österreich, da kann ich mich an nicht so viel erinnern. Da war auch immer noch dieselbe Europameisterschaft, aber für 2 Tage auch nur. Ja. Ja. Ich kann nicht, darüber kann ich nicht reden. Nein. Aber du kannst gerne erst, wenn du was im Kopf hast. Ansonsten muss ich gleich London aufmachen. Also was so Saufgeschichten angeht, da sind natürlich die Fahrten in der Oberstufe. Es war vor allem aber die Abifahrt. Unsere Abifahrt, ich habe Deutsch-LK gehabt, ging für alle Deutsch-LKs und meistens auch den Geschichts-LK traditionell nach Prag. Prag 1998, oh, Prag ist so vor geil der zum Saufen, Währungsunion. Das heißt, du hast dann noch in tschechischen Kronen bezahlt. Lief so ab, dass du einen Liter Starkbier, es ist ja auch, ne, ein starkes Bier, für 20 Pfennig gekriegt hast. Meine Fresse. 20 Pfennig für einen Liter. Plus, wir hatten, wir haben natürlich viel Kultur gemacht, Franz Kafka und KZ-Besichtigung, Theresienstadt und lalala. Du rennst ja von einem Denkmal zum anderen in dieser Stadt. Aber unsere Lehrer, die auch ausgesprochene Prag-Fans waren, waren auch echt ganz cool. Die haben dann auch eine Brauereibesichtigung zum Beispiel eingeplant. Wo du dann halt auch da durchgeführt wirst und dann hatten die da auch eine Kneipe. Klar. Und dann kommt dann eben der Wirt und stellt dir halt einen mega Humpen auf den Tisch und sagt, der erste ist umsonst, der nächste kostet dann 10 Pfennig. So, ja. Also noch mal billiger als in der Stadt. So. Und wir haben halt einfach nur gesoffen. Also quasi ab Spätnachmittag waren wir alle wirklich, wirklich, wirklich voll. Weil es geht halt auch so rein. Und dann isst du böhmische Knädel so groß wie die Schädel und die schließen den Magen böhmische so ein bisschen. Böhmische Knädel. Also das war so, wir haben in der, ich glaube das war 11. Da haben wir auch so eine kurze Fahrt irgendwie außer der Reihe nach Straßburg gemacht zum Europaparlament. Die war auch sehr intensiv. Da war auch absolutes Alkoholverbot in der Jugendherberge.
Das waren Bewegungskameras, also mit Bewegungsmelderkameras auf den Fluren, die halt sofort angesprungen sind. Und wir sind halt trotzdem in die Supermärkte und haben tütenweise Alkohol reingeschafft. Und wir hatten dann bis zum Ende dieses viertägigen Aufenthalts die Route raus, wie wir uns so Sam Fischer-mäßig bewegen können, ohne dass das Lämpchen angeht. So macht man das, ja. Und dann halt natürlich auf den Zimmern, gib ihm. Aber ich glaube, also wenn ich jetzt wirklich überlege, welche Klassenfahrt würde ich nochmal erleben wollen, das war, das muss so vierte, fünfte Klasse gewesen sein, da habe ich in Indonesien gewohnt, in Jakarta, und das ist ja auf Java, und du hast davor gelagert mit einem Speedboat, so 2-3 Stunden Fahrt, so ein Island Resort, das heißt Pulau Seribu, also übersetzt die 1000 Inseln, sind keine 1000, aber es sind halt zig, die da halt auf diesem Atoll so hingewürfelt sind, und überall stehen ein paar Bungalows drauf, und wir sind halt mit unserer Klasse da halt hin, was halt schon geil ist, du bist mit der Klasse halt auf irgendeinem so geilen Speedboat, bum bum bum, ballerst da über die Wellen hin. Und du kommst da an, und ich suche dir für den Schnitt auch nochmal ein Foto von dieser Insel raus, falls es das noch irgendwie als Resort gibt. Aber das ist halt so die Raffaello-Insel. Und vielleicht aus Versehen so ein Foto von dir aus der 5. Klasse. Wahrscheinlich nicht, weil da hatten wir echt keine Kameras dabei. Ich hab eines von früher, das habe ich ja. Ja, das war aber noch später. Das war noch später. Hast du das gespeichert? Nee, fünfte Klasse war ich irgendwie. Hast du das runtergeladen gespeichert? Ich hatte mir doch per E-Mail geschickt. Ich wollte ja, dass du es in den Schnitt einbaust, weil die Teenager sind, aber hast du nicht gemacht. Naja, kriegt ihr noch nach. Kann ja auf Twitter gepostet werden. Wir wollten ja nochmal eine zweite Teenager-Sinden-Folge machen, aber jedenfalls, um darauf zurückzukommen, das war halt eine Woche auf dieser wirklich einsamen Insel. Da waren nur ein Restaurant und unsere Bungalows, die Jungs, die Mädchen, die Lehrer so ungefähr. Und du konntest um diese Insel innerhalb kürzester Zeit rumrennen. Und das war halt alles. Und du konntest schnorcheln, du konntest halt da irgendwie, wir haben Seesterne und was weiß ich, was so aus dem Meer so rausgeholt. Da war ein Steg, wo du halt so reinspringen konntest. Wir waren auch nachts und abends relativ wenig überwacht durch die Lehrer, weil die natürlich wussten, die können nicht abhauen. Ne? Also wir haben halt, wie Kinder das so machen, dann irgendwie Nachtwanderungen und die Jungs im Bungalow besuchen und so. Ja. Also es war das totale Freiheitsgefühl für uns. Es war auch eine Klassenfahrt mit im Prinzip überhaupt keinem Programm, was ja oft so gemacht wird, sondern es war wirklich eine Woche eiskalt auf einer einsamen Insel geile Sachen machen. Voll gut. Und das war die beste Klassenfahrt. Habe ich noch nie gehört für eine Klassenfahrt-Idee. Ich kenne auch immer nur Jugendherberge und dann wird dann zur Talsperre wird gelaufen. Es gibt kein falsches Wetter, es gibt nur die falsche Kleidung. Ja, genau. Und dann, oh, was ist das denn hier für ein Zettel? Den hat sie selbst geschrieben. Fetten Bio-Lehrer, nein, oder müssen wir mal einen Schatz suchen gehen? Dann machen wir Nachtwanderung, Schnitzeljagd. Und alle mit den Taschen so, yeah. Ja, und jetzt bestimmen wir mal ein paar heimische Singvögel anhand ihrer Stimme. Ja, aber du und das Schlimmste war auf so Klassenfahrten, immer, wenn zufällig der Physiklehrer, warum auch immer, mitgefahren ist, den alle hassten. Tut mir leid, der hatte rote Haare, der hatte einen roten Bart, der hat immer nur so in seinem Bart gemummelt und der war kein Selbstvertrauen, gar nichts, der Mann. Den guckst du dir an und sagst, ich hab die Hausaufgaben nicht, warum nicht? Mathe, ja, aber warum nicht? Der ist menschlich komplett in sich zusammengebrochen und der ist mitgefahren und dachte, jetzt komme ich aus mir raus, ich trage mein Flanellhemd offen, weil es ist warm und sonst nichts drunter, kurze Jeans-Shorts und ich rufe jeden Mittag nach dem Mittagessen mit dem furchtbaren Mensa-Fraß da, hat er sich dann die Akustikklampe geholt und dann wurde meine Tante aus Marokko, wenn sie kommt, Hip-Hop, Schnibbeli, Das hast du dir gerade ausgedacht. Die Tante aus Marokko, wenn sie kommt, Hip-Hop. Nein, aber das hat er nicht gespielt. Doch, das hat er gespielt. Nein. Ja, selbstverständlich. Und da wurde alles gemacht. Da kamen die blauen Berge und dann haben wir uns Strophen ausgedacht und über die Lehrer mussten. Wir mussten das machen. Wir mussten uns hinsetzen und mit dem Physiklehrer, den keiner mochte. Weil die anderen Lehrer waren irgendwo anders Sachen machen. Wahrscheinlich haben sie sich oben halt durchgezogen oder so. Ja, genau. Und der hat dann gedacht, ich bin für das Mittagsprogramm zuständig. Und dann hat er uns eine Stunde. Das war 5. Klasse. Ja, okay. Ey, du fährst aber. Ja, da wehrst du dich aber noch nicht. Ich weiß so später ja, nur zu sagen, fick dich, nein. Ja, genau, ja, okay, ich geh rauchen. So. Ja. du fährst aber auch teilweise an den Rand der Welt, wirklich. Ich kann, also das war jetzt keine Klassenfahrt, aber ich habe Zivildienst gemacht und da musst du 2 Zivilfahrten machen, ne? Und musst. Das ist tatsächlich Fuck. Ich will da nicht so hin. Doch, du musst hier, damit du das erfolgreich abschließt. Ja, hoffentlich schließe ich mein Zivildienst erfolgreich ab. So. und ich kann mich noch diese eine Zivi-Fahrt, die war in wirklich, und ich musste nachkommen, weil alle waren vorher da, weil irgendwie morgens fuhr hier dank Schnee nichts. Mhm. Und dann war ich viel zu spät und musste nachkommen und bin so einfach mit so einem Bus mitten in den Wald.
Stundenlang fahre ich in so einen Wald rein. Ich habe gedacht, Blair Witch Project, ich komme hier nie wieder raus. Im Endeffekt waren wir in einer Nazi-Kaserne in diesem Wald. Und da frage ich mich, wie kommt man denn auf die... Da war von diesem Haupthaus, das war wie so eine Hauptvilla quasi, ne? An diesem Haupthaus von diesen mehreren Häusern mitten in diesem Wald war oben noch der Bundesadler mit dem Hakenkreuz drin. Über der Haken. Vio, ich schwöre dir, es war noch so. Aber es eine Gedenkstätte ist, oder weil das hat doch keiner vergessen. Wahrscheinlich haben die vergessen, dass es in diesem Wald oben existiert. Es war tatsächlich Fakt. Da war immer noch ganz oben auf diesem Ding der Adler so drauf. Und wir sind dann da untergekommen, da fühlst du dich wie im Knast. Ich frag mich manchmal, wo solche Fahrten überhaupt hin, warum? Ja, was habt ihr dann den ganzen Tag gemacht? Ja, es gab so 2-3 Seminare. Gegraben, wir haben Schuhe gebastelt, wir haben Autokennzeichen geschliffen. Und gelernt, wie man den Bunker überlebt. Wir haben Bücher wieder einsortiert. Nee, wir haben es mal halt so machen. Es gab so 2-3 Seminare oder so, die man dann machen musste. Ich weiß schon nicht mehr, worum es ging, und den Rest der Zeit haben wir gesoffen. Aber das, so ist es einfach. Ich frage mich nur, warum fährt man. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, wenn da so Lehrerkonferenz ist, also auf Klassenfahrten bezogen, oder wenn sich dann irgendwie die Leiter, was auch immer, wer das beim Zivi entscheidet, zusammensetzen. So. Wo fahren wir denn dieses Jahr hin? Wir haben ja 2 Fahrten zu machen mit unseren Leuten. Hat jemand gute Ideen? Ja, die und dann kommt, ja, ich kenne da so einen Nazi-Bunker im Thüringer Wald. Ja. Da ist sogar noch ein Hakenkreuz oben da. Ja, genau. Und wahrscheinlich der Rest einfach mangels Alternative. Ja, ja. Okay, wir machen das. Wobei, als ich diese Abifahrt nach Prag gemacht habe, da sind dann zum Beispiel der Bio-Kurs und so, die sind auch in die Toskana gefahren. Weil das voll auch gut. Mal, ja, nee, nicht voll gut. Nee. Die sind mit dem Bus hingefahren. Die waren erst mal 2 Tage unterwegs. Als wir schon, weißt du, mussten bestimmt mit Stiefeln durch den Schlamm gehen und Würmer angucken. Mit dem Bus in 6-8 Stunden, jeder Verkehr, ballerst du eben durch. Und dann abends sitzt du da, dass das Bier vor dir am Tisch steht. Und die waren halt erstmal 2 Tage hin, 2 Tage zurück. Das heißt, die hatten effektiv nur die Hälfte der Zeit. Ja, das war aber immer so. Der Biokurs, der Bio-Leistungskurs war immer der gearscht. Es gab auch immer auf jeder Klassenfahrt, ich weiß nicht, also es gab... Es muss es bei jedem von euch gegeben haben. Gab es immer den einen Lehrer, der auch durchgehend voll war. Ja. Also gefühlt durchgehend voll. Nee, ich nenne keinen Namen, Herr S. Steht... Im Türeingang und will die Leute, das muss ich erzählen. Ach ja, okay, bitte. Will die Leute zählen, ja, er kommt rein und da war immer Überprüfung, sitzen alle an ihrem Bett, ne, sind alle da, sonst gibt's Haue. Und dann kommt er rein und ich werde niemals vergessen, wie er da steht. Und denkst schon so, ja. Ja. Die Tür ist gut. Und dann kommt so ein 1, 2, 4, alles gut. Das ist 3 Abende hintereinander passiert. Geil. 3 Abende hintereinander. Nee, meine Lehrer haben nicht getrunken. Also ich glaubst du? Nein. Also ach, die waren nicht betrunken, die haben mit uns getrunken. Ja. Ich habe ja letzte Folge schon erzählt, dass ich hier Sportabitur gemacht habe und wir hatten dann halt in der 11. Klasse und 12. Klasse halt Freizeit. In der 11. Klasse sind wir in Tirol Snowboarden gewesen und so. Wir haben wirklich mega, wir haben die besten Lehrer bekommen. Die Schule war gerade komplett neu für den Sportsektor, den wir da gemacht haben. Wir haben wirklich nur junge Lehrer gehabt und wir haben dann mussten dann halt an manchen Abend auch dumme Referate halten und so. Aber sonst generell, wir hatten halt einen Skipassschein, wie auch immer das heißt. Wie heißt das? Skischein? Skipass, ja genau. Skischein. Und wir hatten halt dadurch, dass es halt wirklich so eine komplette Regatta an Sportlehrern waren, die wir da hatten, haben wir dann wirklich normalen Unterricht gehabt. Also uns wurde quasi wirklich beigebracht, wie man Snowboard fährt. Ich konnte das nach der Woche wirklich relativ gut, nach 40 Stunden mit Lehrer vor allem die ganze Zeit dabei. Und dann halt so Après-Ski durften wir auch machen, auch mit den Lehrern, war überhaupt kein Problem, war auch richtig geil. An einem Abend hat irgendjemand zu viel Wasser getrunken. Gelben Schnee gegessen? Schmerztabletten genommen. Der hat wirklich den kompletten Rücken blau und sowas. Und der hat dann sich bei ganz vielen, ja, das tut immer noch weh, gibt mal noch was. Der war auf meinem Zimmer. Und irgendwann abends fängt er an, kriegt er so einen richtigen Lachflash. Und wir dachten, fanden das erst witzig. Und da haben den noch so ein bisschen angestachelt und sowas. Und der hat aber nicht mehr aufgehört. Und dann musste ich, war nicht mehr ganz nüchtern, ich musste da runter zu den Lehrern gehen, zum Leiter. Also, musste dem dann erklären, dass der da voll abkackt gerade oben, dass es dem wirklich nicht so gut ging, weil der konnte schon, der Körper war vollkommen am Ende, das hast du gemerkt. Der konnte noch lachen, aber alles andere war schon nicht mehr. Das war brandgefährlich. Es ging doch, aber ich stehe dann da vor dem und ich musste wirklich, das hat 10 Minuten gedauert, bis ich den gekriegt habe, um nach oben zu gehen. Dann meinte er, ich gehe jetzt aber nicht da oben und der hat sich irgendwelche Drogen reingeballert oder sowas. Und meinte, nein, wirklich nicht, alles gut, also... Der hat getrunken wahrscheinlich oder sowas, nee. Aber das war echt relativ witzig. Und ich finde das auch eigentlich besser als so Saufurlaub. Ich mache das gerne, ich trinke auch sehr gerne, das weiß man. Aber so von der Klassenfahrt her war das Beste. Ja, drauf waren wir in Südfrankreich rudern. Auch nicht schlecht. Da haben wir
Ich bin mit meinem Nazi-Bunker geworden. Was? Hallo, ich hab den dicken rothaarigen Physiklehrer mit offenem Hemd, der meine Tante aus Marokko auf der Akustikgitarre. Das kriege ich immer noch nicht in den Kopf. Ich wollte nur sagen, raus. Ich höre von dir die ganze Zeit so coole Sachen. Der erzählt von Tante Marokko und ich erzähle vom Nazi-Bunker. Ja, das war auch mega geil, wie gesagt. Ja, weil wir halt die coolsten Klassenkarten hatten. Das war die geilsten. Ich kenne mich das gerade an. Ja. Und die, wie gesagt, die Lehrer, so in der 12. Klasse, da waren dann noch alle 18, da war das dann noch weniger ein Problem. Und hab ich schon mal abends so am... Ah nee, wir haben an einem Tag in so einem Becken haben wir mit Kanus so Basketball quasi gespielt. Das war, glaube ich, das Geilste, was ich jemals gemacht habe. Das hat richtig Bock gemacht. Ich habe das Gefühl, du erzählst gleich, dass ihr immer bei der Playboy-Villa wart. Das steigert sich gerade so rauf. Was soll ich sagen? Hab ich on camera schon mal erzählt von meinem Erlebnis, wo ich meine erste Zigarette gekriegt habe, wo wir Oasis getroffen haben auf der Klassenfahrt? Nee, ne? Hab ich on Oasis? Camera? Nein. 11. Klasse, was? Wie du. Die neue Overwatch-Fest. 11. Klasse, kein Klassenverbund, keiner kannte sich, alle fahren nach London. Mhm. Und wir sind nach Holland gefahren, Hook von Holland ging die Fähre rüber auf die Insel. Und dann trifft man sich ja unten in dieser, das war so eine zweistöckige Fähre mit so einer Bar irgendwie so. Und dann haben wir da so gesessen. Was machen wir jetzt? Und da war da so eine Sitzgruppe halt, wo wir uns breit gemacht haben. Und auf der anderen Seite des Raumes war auch eine und wir gucken so. Und irgendwer meinte plötzlich, hey, das ist Oasis. Das war halt so ein Pulk von Leuten. Und wir so, was ist Oasis? Und die hatten damals gerade wirklich den Mega-Hype. Das war so 1997 oder so, da war Oasis einfach the shit. So. Und tatsächlich waren die das. Und dann hat halt die Bar zugemacht auf dieser Fähre, wo wir uns vorher halt immer Bier besorgt haben. Und die saßen da und hatten einkaufstütenweise mit Fosters Bier. Mhm. Warum ausgerechnet australisches schlechtes Bier, weiß ich nicht. So. Mhm. Und wie das dann halt so ist, bei uns war dann auch nur noch so ein Häufchen von, sagen wir mal, 10, 20 Leuten über. So fängt man an, vorsichtig Kontakt zu schließen, Bier zu schnorren. Plötzlich saßen wir halt mittendrin. Teilweise auf dem Fußboden, teilweise auf so Sesseln, die man sich so rangezogen hat. Die hatten natürlich eine Klampfe dabei, die Jungs. Und haben mit Oasis zusammen Beatles-Hits gesungen auf dieser Fähre, was halt einfach so, ey, Real-Life-Stars einfach mal so casual mit abhängen. Und die Mutter war dabei, Mutter Gallagher war dabei. Und bietet mir halt... allen Leuten das Bier aufgemacht. Ernsthaft, und bietet mir halt so eine Benson & Hedges, werde ich nie vergessen, diese goldene Verpackung, bietet mir so ein Benson & Hedges an, was halt auch ein ganz schlimmes Kraut ist. Die und ich so, no thanks, I don't smoke. Und ihre Antwort war... Girl, you're young, smoke. Und damit habe ich meine erste Zigarette hustenderweise irgendwie in mich reingekriegt. Ich meine, du saß gegenüber von Oasis, natürlich fängst du an zu rauchen. Ey, wenn Mutter Gallagher dir sagt, du rauchst jetzt die Zigarette. Krass. Ja, das war, ja, und dann haben wir dann halt mit den Abgängen, irgendwann sind die dann abgehauen, dann sind wir auch pennen gegangen und ab da war ich der größte Oasis-Fan auf dem Planeten. Völlig klar. Ich finde die Musik immer noch scheiße, aber die Jungs die Mutter. Also ich höre sie heute tatsächlich aktiv nicht mehr so. Ja. Aber wenn ich jetzt neulich noch irgendwie so durchgeschaltet, lief irgendwie ein altes Musikvideo, da bin ich halt so voll, boah, Ende der 90er, irgendwie diese Zeit, das erinnert mich daran. Aber das war so also meine Klassenfahrt mit Oasis. In Karaoke-Bars hasse ich die Leute, die Oasis-Songs singen, ne? Der kriegt zu viel. Das ist so jeder dritte, vierte, Ü40er steht dann da, denkt, er kann toll singen, wenn er ein paar Bierchen gekippt hat und fängt dann irgendwas von Oasis. Ja, okay, das sind halt so Lieder, die kannst du immer grölen, ja. Aber so ätzend, ich kann es nicht mehr hören. Wir sind soweit, du darfst die Abmoderation. Ach, ist schon. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, die wildesten Geschichten haben wir nicht gehört. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch das vielleicht nochmal genau wie die Teenager-Jugendsünden eine ab 18 Edition vertragen könnte. Die wird dann um 0 Uhr nachts bei Genau, die werden wir dann irgendwann gibt's, mal. Gibt's nur live und nur mit Passwort, das Video mit Passwort und das muss man vorher erraten. Wenn man cool genug ist, kommt man da rein. Ja, irgendwie cool so machen wir das. Naja, Stichwort Oasis. Wenn ihr. Wenn ihr gerne Klassenfahrterlebnisse habt oder vielleicht einer der Beteiligten angesprochen seid hier, dann schreibt gerne in die Kommentare. Und wir nehmen auch Bilder bei Twitter. Ja, nächste Woche ist dann Cookie dran mit seinem Thema. Alright. Sehr gespannt. So, dies hier ist die Endcard, wo ihr freundliche Programmhinweise von uns bekommt. Zum Beispiel die letzte Sprechstunde, da hat Kevin uns nach unserem Zeitmanagement gefragt. Wir haben festgestellt, viele haben eins, Cookie nicht. Und, wir haben und warum das so ist, das seht ihr, wenn ihr auf das Video klickt. Also ich gucke erstmal 3 Folgen Cookie. Ja. Oder alle. Oder alle.